Ja, hi Kickers, ich grüße euch ganz herzlich hier zur nächsten Folge Age of Wonders 4, das Spiel von Triumph Studios und Paradox. Ja, es geht wieder weiter mit der Multiplayer-Partie, also Hot Seat Mode mit Monali. Ich grüße dich, Monali, hi. Hallo. So, also, kurz vorab möchte ich jetzt an der Stelle in diesem Video endlich mal loswerden. Ich habe es die ganze Zeit noch nicht schaffen können. Jawohl, wir haben die 500 Abonnenten Schallmauer durchbrochen. Ich freue mich riesig. Also denkt dran, jetzt heißt nicht nur liken und kommentieren, jetzt dürft ihr auch tatsächlich bei mir Kanalmitglied werden. Darüber würde ich mich sehr, sehr freuen, aus ganz klaren, offensichtlichen Gründen. Also legt da los, haltet euch da nicht zurück. Ich muss es aber noch so ein bisschen was an Liebe reinstecken, mehr. Ich habe es jetzt mal in den groben Zügen schon mal angepasst, habe auch coole Emojis für euch schon designt, die könnt ihr auch schon nutzen, also haut da rein, ja, weil ich möchte es so, ja, ich will es, gibt's mir, hart, okay. Gut, jetzt ist aber Monali dran, apropos hart geben, die Maus und die Tastatur muss ich dir geben. Ich weiß nicht mehr, was ich vorhatte, ne? Ich bin komplett raus wieder, wir haben zu lange gebraucht, ja, ich klicke schon drauf. Zeigst du das die ganze Zeit schon so auf den großen grünen Knopf? Das lädt doch jetzt eben. Ja, es macht mich aber nervös, wenn das lädt. Ja, ist so. Ich habe halt so komische 12 Ansehen. Die von dir beanspruchte Provinz wurde erobert. 25 Konfliktpunkte mit dem weißen Drachen und seinen komischen Maulwürfen. Ja. Hat einfach mal knallhart am Forschungsvollpfosten hingesetzt. Ah ja, hier. Das. Naja, der Himmelshafen. Hölle, zur Hölle sollen sie fahren. Und da ist einer von denen, die mir das jetzt auch weggeschnappt. Muss ich das wissen? Da war doch irgendwas gelegen. Ja, das steht auf jeden Fall nicht so. Das hatte ich noch nicht eingesammelt. Ich mache hier kurz meine Twitch-Überwachung rein. Ne? Derzeit werdet ihr schon mal Kanalmitglied. Das finde ich super nett. Dankeschön, echt stark. Hui, 128 auf Twitch. Folgen mir schon. Haha. Selbstschuld. Dankeschön, wollte ich sagen. Ich will meinen Leuchtstein bedienen, das wird noch. Irgendwann wird das noch was. Ja, aber da ist ja nicht jetzt genug Kirchendingens. Imperium. Ja. Machst 45 per Turn. Fokusziel, die Fähigkeit, Fokusziel, wodurch die Einheit einen Angriff ausführen kann, der sein Ziel nicht verfehlt. Ja. Okay, jetzt fangen sie blau an zu leuchten, so ein bisschen. Doch schön. Ja. Loyalitätspakt. Gute Nachrichten, fahrt fort. Achso, du kannst es ruhig dir zu Ende durchlesen. Ich. Also, das sieht da oben. Wir haben ja hier aber auch ein paar Probleme. Ein paar? 5 Runden ist ein Vasallenpakt, okay. Malmfels. Einberufung oder Wissen wollen sie dir liefern. Oh, Wissen ist ja mal unverschämt teuer. Oh, oh, oh. Na, würde ich auf einen Loyalitätspakt warten. Ich bin da zwar auch drin, aber ich investiere da nichts. Keine Sorge, ich habe nicht vor, hier meine Trolle dir das wegzunehmen. Ich habe die einfach kennengelernt, die bilden mich. Was brauchen die jetzt? Oh, die sind nicht so gut genau. Könnten, immer noch schlecht geworden. Könnten guten Morgen heißen. Ja, die ist immerhin gepfördert, die Taverne. Ja, brauchen die jetzt auch. Ja, 4 Runden halt. Das mit dieser Unzufriedenheit ist auch so eine Sache immer. Ach, die können wachsen. Das wäre jetzt bald freigeräumt. Ja, da wären Forschungsposten aber schon stark. Obwohl. Ah, da ist ein Nexus nochmal nebendran, deswegen ist es vielleicht mehr, keine Ahnung. Also das ist 20 und dann. Und das sind halt insgesamt 27. Aber halt, ja. Also das zu befreien ist schon stark. Für dich. Denke ich. Wir hatten auch so viel zu tun und haben es jetzt länger nicht geschafft, deswegen. Ist die Folge 7 auch schon erschienen auf YouTube? Ja. Und ihr seid wieder hoffentlich up to date. Also die drei, die dazu gucken. Und wir sind sehr gespannt, ob es nach 20 Minuten wieder abbricht. Ja, klar, natürlich liegen da die ganzen Schätze für dich rum. 69 Gold, Beste Goldsumme ever.
Ja, und die da stehen, die schwimmen daneben dran, aber nicht auf dem, ja. Goldschatz. Du sammelst echt alle ein, ey. Ein bisschen Gold? Ein bisschen, ja, du bist gut. 103 und dann nochmal 69 drauf, das ist 69 mehr. Was ist hier eigentlich? Was? Und das Rathaus? Eine Runde wachsen sie. Samhain. Deine Verstärker, die sind ein paar Hexfelder weiter drunter. Mhm. Ich glaube, diese. Ja. Ja, aber die schaffen es da nicht hin. Nee, die schaffen das jetzt nicht mehr. Du wolltest aber auch, glaube ich, dieses Fischer-Dingsbums da wegklopfen. Mhm. I'm not sure, aber ich meine, dass es so war. Ah, es sind so zwei. Mal gucken. Ja. Level up hast auch. Eine Spinnenjungenglocke. Aha. Aber Stufe 1 ist Beschwörung hält. Drei Runden an. Mhm. Mhm. Trotzdem. Ja, du kannst sie einfach ausrüsten. Ja. Brauch halt alle Aktionspunkte für eine Stufe 1 Einheit, aber okay. Kann man. Aber ist eine mehr. Ja. Am Anfang sonst nur stehen bleibt. Fast. Eben. Stufe. Ja, desto größer die Einheit, desto mehr Schaden machst du gegen die. Und da ist es halt gut, wenn desto mehr drumherum stehen. Regeneration ist ja auch. Auch nicht schlecht. Ja, bist ja Zaubererkönigin, also von daher kannst du das auch mal machen. So, sonst kann ich nichts mehr. Nö. Ah, ist auch eine Stufe 2. Ja. Panik von den 20 Minuten habe ich. Sorry, keine Ahnung, warum das da immer so nach 20, 25 Minuten abgebrochen ist beim letzten Malen. So, die müssen an Land gehen. Klingt sehr zwanghaft, aber ja. Um da zu unterstützen, ja. Und der kann ich unterstützen, wenn er im Wasser ist. Aber können wir im eigenen Gebiet heilen. Ja. Dann kämpfen die mit hier. Ja. Autokampf. Brumm, brumm. Ja, der Wolf hat ein bisschen Schaden genommen, aber. Gut. Ja, das, die haben keine Chance, also gegen die. Oh, natürlich kriegst du noch ein Reittier, klar, natürlich. Der ist überwältigend. Das ist stark für einen Nahkämpfer, das ist der Bär. Obwohl. Das ist eigentlich egal. Nein, genau. Aber Fliegen ist ja schon gut. Ja, schon das passt besser zu dir. Der kann es nicht nehmen. Ah. Aber die kann es nehmen. Weg mit den Säbelzähnen. Her mit den Grimbeeren. Guck da oben, die hatten jetzt. Sieht auch wirklich cool aus, finde ich. Ja. Ist auch gut im Wald. Ja. Da, ja. Was hat der Erkenntnis erhalten? Nämlich 2 Stück. 20% weniger Wissen. Das ist schon viel Erkenntnis. Das Wasser der Erkenntnis. Was es da liefert. Dingens, Satzbildung und so.
Nee, für eine Satzbildung. Hm. Ja. So, jetzt haben wir da unten noch die Piratenbucht. Ganz fieses Zeug, Piratenbucht. Oh, die muss jetzt eh essen. Genau, das macht die aber auch recht schnell. Ja. Und jetzt hast du dieses Teil da und jetzt hast du dann 21 Wissen. Mhm. Plötzlich so, einfach mal mir nichts, so, dir nichts. Aber dann muss ich zu denen hoch. Mhm. Die einen hier so nerven. Ja, ich würde auch sagen. Die Frage ist, genau, du hast ja einen Held, der noch im eigenen Gebiet ist, der das ja da so ein bisschen bleiben kann und die anderen beiden könnten ja losziehen. So irgendwie so, ist mein erster Gedanke. Brauchen wir aber auch ein bisschen stärker dabei. Dann gehen jetzt aber die können schon mal ins Wasser. Mhm. Hüpf, hüpf. Schlupf. Gehen wir nicht. Mhm. So. Hier auch noch. Ja. Dann können die dazukommen. Genau, so drei Fullstacks. On the way, weil die Piratenbucht ist halt schon eine Bedrohung. Ne? Das braucht man nicht von der Hand zu weisen. Die können echt nerven. Ich fange. Was hatte ich dann noch vor? Was haben die da noch? So ein Eisenlager. Ach, was sind denn da? Blaue. Ich wollte dich nur ran, das ist alles gut. Die blauen, Digga. Mhm. Ah, die mögen mich nicht. Die abgebrühte mag dich gar nicht, ne. Deswegen sieht die auch so rot aus, weil die so abgebrüht ist. So, jetzt kann ich noch was annektieren. Kannst du was annektieren? Ihr werdet jetzt assimiliert von der Mona Lee. Das gefördert. Wir brauchen nur drei Farmen. Mhm. Du hast null Forschungsposten in der Region. Ein Nexus. Mhm. Die wollen auch drei Farmen. Nein, zwei habe ich. Da würde ich halt mal irgendwo eine Farm bauen. Da ist eine Farm, da hast du eine Farm, da hättest du zwei Farmen nebeneinander. Da oben, auch irgendwelche Schafe. Ich blick's gerade nicht so zu, was die gehören, aber ist jetzt auch wurscht, egal. Da ist irgendein Steinbruch, wo die Schafe sind, aber ist egal. Eine schöne Farm da in den Bergen, ey. Weinanbau. So, jetzt müsstest du neue Förderungen drin haben. Ja. Ja, da geht jetzt einiges mehr. Aber ist jetzt nicht für diese Runde unbedingt relevant. Da diese blauen Rumschlawinern. Dann gehe ich mal wieder hier hin. So. Gut. Jetzt wird das Tier und sonst nichts weiter. Ich finde, das ist keine Not für das zu zaubern. Hast du jetzt auch nicht so gesagt, aber. Oh, Glock der Mampfa, der Vergessliche. Mal gucken. Ich mich noch halbwegs erinnere, was ich vorhatte. Safe nicht. Keine Ahnung mehr. Das ist wirklich zu lange her. Also ich meine, dass ich mich um dieses Problem hier kümmern wollte. Ich wollte es graben. Meinst du, dass ich graben wollte? Ich bin mir jetzt echt nicht sicher. Da kann man auch runtergehen und Zufluchtsaußenposten machen. Ich habe jetzt 3 von 3 Städten.
da gibt es ein Level-Up, wenn ich da drauf marschiere. Okay. Das ist der Junge, der den sie vergessen, der nochmal zurück musste, weil ich da so ein... Okay, eins am anderen. Ja, diese Waffen hätte ich gern. Physischer Schaden plus 1 und eine Basischance von 60% Blutung zuzufügen. Ja. Danke. So, was haben wir noch so in dem Büchlein drin jetzt? Nichts mehr von Relevanz. Das ist jetzt auch nicht mehr viel plus. Ja, mit plus 14 mache ich da auch nicht mehr viel. Da hast du auch wirklich komplett recht. Ich könnte... Also ich muss mich um dieses Problem kümmern. Da gibt's gar nichts. So, da steht auch schon jemand bereit. Fight Forschern da. Irgend so ein Bonus für... Ja. Für Forschungsaußenposten. Also wenn ich eine Forschungsstadt habe, muss Fayette das machen. Passt ja gut. Er hat ja auch so einen Fetisch da dafür. Ja gut, das Level Up würde ich aber schon gerne mitnehmen da oben. So, was haben wir denn da noch Schönes? Also. Das passt Roleplaying technisch nicht. So, was haben wir hier? Okay, aber dann habe ich eine schlechtere Verteidigung. Das ist ja so ein rundherum Gerumse. Ist immer so schwierig. In diesem Baum, da gibt es so viele coole Sachen. Jetzt auch nicht mehr Schaden. Ich nehme die 10% mehr Schaden einfach mit. Die hätte ich gerne. Die finde ich, die lachen mich irgendwie so ein bisschen an. So. Ja, du bleibst mal lieber in der Reichweite von deinem Compadre. Die Halle der Hingabe habt ihr produziert. Na, das ist ja... Ha! Schön ist das. Aber... Haha. Ja komm, ich baue es. Es ist gefördert Rathaus, die Stahlbastion. Die hätte ich dann doch schon gerne hier. Wir haben sehr viel Geld. Wir könnten noch einen weiteren Verteidiger hier drin bauen. Ich baue immer so gerne so zwei Stück. Dass man irgendwann mal so mit so Billotruppen nochmal agieren könnte, wenn es sein müsste. Da haben wir sie gebaut. Sehr schön, die Stahlbastion. Super. Ich hoffe, dass ich jetzt auch langsam mich dann die eine Richtung ausdehnen kann. Aber es dauert ja noch zwei Runden, bis ich mich wieder ausdehnen darf. Münzamt, Steinmauern, Steinmetzhalle, Zaubererturm Stufe 1, brauche ich jetzt gerade noch nicht. Wäre aber nicht verkehrt, aber die Steinmetzhalle, die ist gut. Noch mehr Produktion. Geht mir auch schon das Geld flöten. Oh, ich habe Fokuskristall hier ausgebuddelt. Das ist so was buddeln. Ja, ja, ich bin voll buddelsüchtig. Ich weiß. Yippie! Ein Schlängler-Versteck. Okay. Alles klar. Was wolltest du machen? Ah ja. Okay. Gut, dass ich mir so ein paar Bewegungsbefehle reingedonnert habe. So. Wir haben hier oben immer noch das Problem. Warte ich mit dem? Ja, tatsächlich warte ich mit dem. Der dreht jetzt mal um. Ja, komm, wir bauen jetzt hier mal einen Mönch. Das schaden wir das nicht. Ja, du wartest hier.
Wenn der ganz alleine da steht, angegriffen wird, ist aber auch irgendwie dumm, oder? Ja. Ach, das war der, der da räudig gebuddelt hat. Der will hier noch ein bisschen weiter buddeln. Achso, wollen, ne? Wollen, Anführungszeichen. Ich sag ihm, dass es eine gute Idee ist. Ich bin jetzt schon ein Anbeter von der Stufe her, okay. Ah, das ist cool. Ja, guck. Ja, deswegen sind wir zu zufrieden. Genau, das wollte ich dir die ganze Zeit zeigen. Ich habe es die ganze Zeit vergessen und, ne? Kannst du dich entspannt zurücklehnen, dann brauchst du die ganzen Zufriedenheitserfreude gefühlt nicht mehr. Läuft der Stream noch? Tatsache. Noch nicht zusammengebrochen. Vielleicht hat er den Husten auch nicht ertragen. Das Stream. Ja. Oh, Sinneswandel. Jemand möchte eine neue Ambition wählen. Die ist bis jetzt Verwalter. Kampf gewinnen, indem 5 Gegner in die Flucht geschlagen werden. Dominator. Eine Einheit der Stufe 4 oder höher im Kampf rekrutieren oder erwecken. Rekrutieren? Ja. Haltet euren Kurs. Euer Schicksal wird sich erfüllen. Dass ich mit ihr würde ich wirklich den Kurs halten. Das ist wahrscheinlicher, dass die Stadt irgendwann mal zu so einer Größe anschwillt. Gut, dass ich das jetzt weiß. Du bist der Startspieler, nicht ich. Rathaus. Die Hühner werde ich eh rupfen. Die kommen lecker auf den Teller, kommen die. Nom nom nom. So. Für dich ist es ja noch mal relevanter als Apparatur. Ja, das ist natürlich gut. Die Steinmetzel wäre aber auch gut, um mal schneller. Ja, klar. Ich meine jetzt erstmal die. Jetzt hast du gesehen, wie ich sie baue, jetzt willst du es auch haben. Ja, wenn du so eine schöne Produktionsanlage hast. Das geht für dich gar nicht, gell? Das triggert deine Monks. Morgen hat einen Morgenrotverteidiger produziert, dass sie auch echt so mies drauf sind, in den sogenannten glücklichen Äffchen. Das ist, glaube ich, eine Propaganda von dir, hey. Alle voll stänkerig, die... Ja, ich brauche ja schon. Ja. Gibt's... Bananenweizenbier gibt's da bei dir. Bin ich zufrieden. So. Ja, die sind schon gemein, weil sie dich halt blenden ohne Ende. Aber wir hatten eine gute Ressource. Guck, jetzt können die anderen dazukommen, die 4. Das ist nicht die stärkste Truppe, die du da zusammen hast, aber immerhin. Ja. Mal gucken. Aha, die sind jetzt hier. Ja, ich glaube nicht, dass die jetzt schon direkt vorhaben, mit dir Krieg zu führen. Die KI sieht ja eh die ganze Karte, also von daher. Wir weiß ja, was da droht. Okay. Wir müssen erstmal ins Wasser hüpfen. Ins Wasser. Wir müssen auch hier ins Wasser hüpfen. Genau. Die können schon mal ein bisschen vorfahren. Ja, aber warum denn nicht? Allein schon, um Sachen aufzudecken. Du hast ja auch im Norden das Monster versteckt. Die Frage ist, was willst du eher machen? Die Stadt Quenton belagern, oder erst das Monsterversteck wegräumen? Das ist die Frage, die man sich da vielleicht stellen kann. Ja. Du siehst es, wenn du einen Mausober machst. In sicherem Kampf. Ja, dass die immer wieder so viel Leben verlieren. Ja, das ist die Sache. Aber jetzt sind sie halt gerade da, ne? Ja,
Das ist wieder die andere Seite der Medaille. Brumm-Brumm-Kampf. Gut, dass irgendwer was abkriegt, ist schon richtig. Die Krake, die kann an Land eh nicht mitkämpfen. Ja. Echt verhext. 108 Gold. Ja, ist klar, Doc. Du kannst irgendwo anlanden und dann. Ne? So, ja, der wollte da mal ein bisschen gucken. Bestimmt. Aber das meiste ist ja hier aufgedeckt und dann musst du mehr in den Süden runter. Der Norden ist ja recht viel. Ach, die haben jetzt hier einen Außenposten gebaut. Jo. Sagst du? Ja. Ja, jetzt sehe ich hier oben ein bisschen was. Die Piratenbucht kenne ich. Da Bigast Schlund. Das weiß ich echt nicht. Der ist auch eingesetzt als Statthalter. Ach, das kostet 200. So die günstigste Erweiterung. Ich darf schon wieder. Nice. Eine Plage schickt Invasionsstreitkräfte. Die da unten. Okay, gut. Zu dir. Ja, von mir aus. Und irgendwas im Untergrund schickt mir auch nochmal was, okay? Das ist jetzt schon eher ein Problem. Wenn von hier aus was wirklich tatsächlich kommt, dann ist das wirklich ein Problem. Was da oben hast du, Leute? Ich habe da oben Leute, ich habe auch nicht nur da oben Leute. Dass damit das gemeint ist, ich bin mir nicht so sicher. Okay, jetzt haben wir erstmal eins nach dem anderen. Das bringt ja nichts. So, was hast du für ein Fortsproblem? Diese Welt wäre besser dran ohne Leute wie euch. Oklok, ich warne euch, haltet euch von mir und meinem Volk fern. Okay, alles klar, hast du was Falsches gegessen oder was? Ah, der Kesselflicker. War nicht was Falsches gesagt. Naja, Fokusziel. Das ist aber so ein bisschen ein Problem langsam, ne? 369. Ja, komm. Wir bauen wir halt Mana wieder aus. Ah, wir haben die Werkstatt produziert. Das ist gut. Ui. Ihr wollt direkt einen Eidplatz bauen hier dann. Let's go. Oh, ach, nein. Ich hab's gerade erforscht. Ja, ich hab's gerade erforscht. Ja, Trolle. Trollolol. Ist ein Bastelbuch. Ja, ist ein Bastelbuch. Fee-Trolle, ja. Yeah. Ich fürchte, dass kein Buch so richtig dazu passt. Ich denke. Ne, da passt wirklich kein Buch wirklich dazu. Okay, dann muss ich neu denken. Das passt doch. Das Lustbarkeiten passt zu meinen Trollen, findest du. Warum? Blut, Wut, Waffen. Die Hitze des Feierns.
Also, singende Trolle, ich weiß noch nicht so richtig. Ich kann nicht singen. Ich weiß es halt noch nicht so richtig. Ich meine, ich könnte das Materium nochmal hochziehen. Das passt aber auch nicht ins Buch des Konstrukts. Sie bauen ja keine Konstrukte, so die Trolle eigentlich. Eisengolems. Handwerker, das sind ja keine geschickten Handwerker, die Trolle. Die sind da, Feen. Nix Feen. Ich hab beinahe zurückgeklickt. Wegen dir. Nee. Nee. Auf keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Auch das nicht. Auch das nicht. Es bleibt mir nur noch das Buch der Lustbarkeiten. Das ist, du hattest von Anfang an recht mal wieder. Das war so klar. Karneval des Fleisches, wir können das ja auch alles auf dieses Kochen und Nahrung und... Ja, siehst du, Essen und Einberufung quasi, ja, passt prima. Der fröhliche Oglock. Nothing instills more doubt in an enemy than a foe. Ja, aber ich kann die gar nicht mehr haben, weil wie soll ich denn die noch... Die Skalden muss ich auch produzieren, ne? Komm, dann machen wir mal ein paar Skalden. Das wird witzig, dann singende Trolle zu haben. Was kann es Besseres geben? Okay, der hat das da ausgebuddelt. Da könnten wir jetzt noch hier lang buddeln. Es macht doch irgendwie Spaß, das Buddeln. Auch wenn es überhaupt nichts bringt. Ich kann auch buddeln. Oh, ich kenne dich ja noch gar nicht effektiv. Ich habe dich gerade kennengelernt. Doch. Da oben bin ich doch. Ach, da. Wieso kann man eigentlich nicht mehr geteilte Sicht machen mit einer normalen Fraktion, mit dir? Das verstehe ich nicht. Naja, egal. Ja, eigentlich müsste ich da mal runterlinsen, ne? Also eigentlich. Hä? Steht der da rum? Habe ich ihn schon bewegt? Ganz offensichtlich. Dann kommst du mal da dazu. Ich will ja nichts überstürzen hier. Ja toll, jetzt muss ich da ganz außen rum plötzlich fahren. Ja, klasse. Ja, der lässt sich da nicht durch. Mhm. Nervt. So, da ist in der Nähe, da könnte auch eine Truppe runterlinsen. Hier, meinst du? Nee. Nee, da wo es rauskommt, soll in der Stadt. Ja, schon. Aber ich habe hier auch noch ein Problem, was sich ausdehnt. Das ist ja das. Ich weiß jetzt nicht, wenn das jetzt nicht stimmt, ne, und ich laufe jetzt da extra in die Richtung, dann habe ich halt komplett verkackt. Ich mache das jetzt erstmal anders. Ich glaube jetzt erstmal die da weg. Nee, müssen wir ohne Zaubern schaffen. Das müsst ihr jetzt schaffen. Ja, easy. Eine Bogenfeuerkugel für einen Magier. Mhm. Was für einen? Ja, klar. Ja. Der hat normale Seelenblitze. Und ja. Wird besser sein. Bitteschön! Klar ist es bewacht. Natürlich ist es bewacht. Was soll es denn sonst sein? Das soll jetzt einfach so da liegen. Ja, Mann. Bei dir ist es ja auch immer so. Nee, doch. Nicht. Doch, immer. Okay, die bauen das, die bauen das. Die bauen auch eine Truppe. Hier wird aber nichts rekrutiert, das macht mich nervös. Gut, 4 Runden ist auch wirklich lang. Aber gemacht ist gemacht. Richte im Frieden, was im Krieg vonnöten ist, meine Damen, meine Herren. Eine neue Verwicklung. Da
Das ist stark, ne? 20% weniger für deine Gebäude. Das ist schon stark. Also Materium finde ich super. Für eine Materiumsfraktion hätte ich so Bock das nächste Mal. Also richtig. Auch eine sehr nice Idee. Für jeden nicht. Fürs nächste. Ja, das schadet dir ja nicht. Ermächtigende Schläge. Das macht man auch nur einmal zaubern. Ja. Ja, dieses Buch ist insgesamt halt gut. Ein Herrscher wurde beschuldigt. Mhm. Der da. Der hat gesagt, dass er ein hässlicher Drache ist. Voll hässlich. Bedrohungsstufe bedroht, deswegen ist es jetzt hier 400 negativ. Ja, insgesamt nur um 150 negativ, aber ja. Ja, wegen diesen 400 Bedrohungen. Mhm. Kannst nichts mehr machen, leider. Ja, der Provinzanspruchspakt, der wäre gut, um das Problem zu lösen, genau. Dann wäre das nicht mehr so bedrohlich und Territorialkonflikte, die ihr da habt. Mhm. Wenn es einfach nette Nachbarn. Du kannst gerne den Stall ihm abgeben, da freut er sich bestimmt drüber. Aber das geht nicht, weil die Reichsbeziehung. Ja, die müsste 40, bei 40 sein oder höher. Aber mit 150 sagt er nö. Kooperationspark, yippie! Blütenregen. So. Ha. Ein stabil gebliebener Stream, ich werd verrückt. Dass ich das noch bei Age of Wonders mit Mona nie erleben darf. Allein dafür könnt ihr jetzt schon Kanalmitglied werden, weil es euch so gut gefällt. Außenpost da hinten. Ja. Echt so. Machen die einfach. Ja, was war hier? Da hab ich nicht weiter geguckt. Ne, hast du nicht Loki gemacht. Ja, ist schon, wie sie es angibt mit ihrem Bären, ihrer riesen Lanze, ne? Die Vibes kriegt man schon zu spüren da. Ja. So weit kommen die. So weit wie angezeigt. Tatsächlich. Ja, wenn du Nebel des Krieges normalerweise hast, nicht, aber durch das, dass die das ja sehen, bla bla. Oh, das sind Truppen. Aha. Umbra-Schmodder. Ja, muss aber echt aufpassen, weil das Monsterlager hat die ja schon völlig eingeseucht. Und dann ist auch noch dieses Umbra-Zeug da. Das ist ja voll schlimm. Fahid hat mir jetzt auch erklärt, wie das ist, ne, dass sie das mehr sehen können. Weil die werden ja auf so einem hohen Mast und könnten da besser reingucken ins Land. Und sagt ich ja, wie soll das jetzt in ihr Licht machen? Das schwebt doch immer auf der gleichen Höhe über das Wasser. Sieht aber auch mehr. Ja, meine Krake ist auch auf dem hohen Mast. Ich weiß nicht, ob die da. Ich glaube, die sieht man so wirklich viel mehr, habe ich das Gefühl. Das ist plus 3 Sichtweite, manchmal nicht verkehrt. Kannst du auch in die Bucht da reinfahren? Die schweben ja auch so ein bisschen. Mhm.
So, ja. Könnt ihr noch dahin? Ist der da noch eine Reichweite? Ja. Dann bleiben die nur da. Ja, die haben hier schon viel Schmodder außenrum. Ja, die sind oben und Hauptsache Trupps zu mir schicken. Ja, oben und unten, wenn sie. Wenn von oben und von hinten, wenn die da ordentlich rangenommen. Ah, da ist der Speer zurück. Mhm, genau. Links unten hast du noch nicht viel entdeckt und bei mir noch nicht. Auf meinem völlig isolierten Kontinent, was ich komplett gaga finde, dass ich da alleine bin. Hatte ich so auch noch nie erlebt. So, der ist ja hier oben unterwegs. Möglich. Der geht lieber wieder ins Wasser. Denkbar. Nö, das ist so. Das tut der einfach. Tut der tun, tun? Produziert nix. Und die. Auch nicht. Mhm. Jetzt sollten die da unten. Ja, noch so ein Zwielichtjäger, warum auch nicht? Guck mal. Ah, das sind die, die da rauskommen. Das sind die, die da rauskommen, ja. Oh, Glock, da Mampfa. Ein neuer Herrscher tritt hervor. Naja, so neu ist er jetzt auch nicht mehr. Mhm. Ja, mit dem Fokus-Zielzauber müssen wir jetzt mal einen kleinen Moment warten aus Gründen. Okay, der Wachturm gehört tatsächlich mir. Ich könnte jetzt hier oben weiter abräumen und oder nein. Das ist alles Blödsinn. Jetzt müssen wir langsam machen. Also, wir werden bedroht, definitiv. Ich muss mir jetzt irgendwie mal versuchen, Klarheit zu schaffen. Also. So, ich komme jetzt mal dahin. So. Jetzt hast du eine Armee, die recht witzig ist. Ne? Ja. Ich habe halt nicht so viel Geld, dass ich mir da einfach eine Einheit nach der anderen ausspucken kann. Das geht eigentlich normalerweise nicht so gut, weil dann habe ich nicht mehr so gute Einnahmen. Das ist nicht so ein riesen Goldvorrat wie du. Du hast mehr plus Gold. Jetzt darf ich das annektieren da unten. Das ist cool. Aber. Ja, gut. Ja, gut, da könnte ich halt mein Mana-Problemchen kurzfristig lösen. Boah, was eine Kameraführung. Aus der Hölle. Aber so viel bringt es mit an 5, ne? Ja, weil er noch besetzt ist. Das unten da ist schon stark. Was da rein baut man meistens nicht so viel, brauchst du dann aber doch. Übrigens, wenn du später mal Magiergilden hast, ne, du kannst immer nur in einer Stadt eine Magiergilde, also eine Gilde haben. Ne, du kannst nicht überall die gleichen Gilden bauen. Das ist auch nachher vielleicht nochmal relevant, wenn du das dann einen Mehrwert haben willst an der einen oder anderen Stelle. Ich glaube, ich baue jetzt tatsächlich hier einfach mal eine Försterei rein, weil ich es kann. So. So. Das habe ich die ganze Zeit haben wollen, jetzt habe ich es endlich. Und jetzt geht es mir auch besser. Oh, toll. Ich habe einen Ritualkreis ausgegraben. Ich habe mir neue Probleme geschaffen. Wo sind diese Probleme? Die sind hier oben. Super gemacht, Ben. Super. Normalerweise dürfen die mich da nicht angreifen, weil die das dann mit das Ding da bewachen. Und weiter buddeln. Wäre tausendmal klüger gewesen, oben an der Oberfläche zu fahren, aber hey. Yippie! Okay. Das ist der Eingang dazu. Okay, dann muss ich dann da oben rum.
und die wegbollern. Dann gehen wir jetzt auch mal einen direkten Weg. Ich will jetzt nicht noch mehr Zeit verlieren. Ja. Da gibt es nämlich auch noch ein bisschen was zu holen. Und hier gibt es auch noch mal was zu holen. Mhm, eine Kreatur. Mhm. Und du willst mir das Malmfels auf meinem Kontinent wegschnappen. Das muss ich mir auf der Zunge zergehen lassen. Und weil du deinen Speer da vor mir dort hattest. Unglaublich. Frechheit. Eine möse Präsenz lauert hier, okay. Hallo, ich will belohnt werden dafür, dass ich der Einzige bin, der die Unterwelt da erforscht. War ja schon jemand da. Ja, das befürchte ich auch. Ja, typisch ich. Ja, drei Tage zu spät angekommen. Eieieiei. Wünscht mal der Mona die gute Besserung in den Kommentaren. Sonst wird das ja gar nichts mehr. Ja, dann glaube ich, muss ich ein bisschen bemühen. Samira, die sonnige 14 und Quillilil hat irgendwie mal die Rückeroberung des sichereres Treffer. Wir werden die Tyrannen von Quenton besiegen und den sicherer Treffer zurückholen. Ah, Quenton sollen wir. Mhm, das passt ja dir gerade, ne? Ja, wie die Brille aufs Auge, auf die Nase. Da, Quenton. Hallo, Quenton. Können wir die Stadt dann Quappus nennen oder sowas? Eine Plage. Die Piratenbucht. Gut, dass du deine Leute da unten hast. So, ja. Eine Ansehensstufe erlangt. Ja. Da. Ja. Dadurch wächst die halt noch schneller, die Stadt, ne? Das ist ja, halt schon. Dann sind die noch zufriedener. Und der hat auch, ja. Ah. Der macht die Städte zufrieden, wenn er da dran ist. Kibori. Mhm. Happy Kibori is happy. Because of him. Er hat dieses Lächeln, dieses Bestechende. Ui. Ja. Ja, und habe ich noch plus eins. Mhm, das ist knapp, ne? Knapp. Ja. Der hat sein Gesicht jetzt verändert, das war auch witzig. Ja, jetzt ist nichts mehr mit wildem Tier beschwören. Sonnenpriesterin. Mhm. Die läuft immer nach unten. Ah, das ist mein Spähender Speer. Ja. Uhu. Oh, wie schön, die können schon wieder eine Provinz annektieren. Die wachsen und gedeihen bei dir, das ist ja schrecklich. Hast du schon irgendwo Farmen in der Stadt gebaut? Das ja, sind zwei nicht... Farmen. Okay. Ich weiß doch also nicht. Der Stadt hat so zwei Farmen gebaut? Wo denn? Egal. Steht da unten. Hm. Okay. Ja. Ja. Bevor die sich hier da so ranzecken. Mhm. Ein bisschen Abstand hier halten. Die haben da einfach riesige Farmen aufgebaut da oben an der Oberfläche. Und bringen da, brauen da die Nahrung ab und bringen sie in ihr Höhlenreich runter. So, ja. Das ist ein gefährlicher Kampf. Ja, das ist. Die sind schon. Dass sie die schlagen können schon, aber das ist halt mit dem ganzen Blenden und bla. Lol. Ja, dann gucken wir jetzt mal, was da so los ist. Müssen. Die müssen gucken. So. Ja, Quenton jetzt direkt attackieren, oder? Aber man muss trotzdem aufpassen, dass du in dem blöden Umbraschmutter stehen bleibst. Der müsste an Land gehen. Mhm. Weil die Provinz ist komplett mit Schmodder behaftet. Also da oben oder hier in Quenton direkt, da kannst du, wenn du dann übersetzt in der nächsten Runde, dann geht's. So, das hat jetzt Quenton da davon. Ja. Da stehen plötzlich zwei riesige Armee deiner Mons.
Ja, also gut, was sie da haben, ist nichts. Ihre Verteidigungsanlage mit 45 dauert einen Moment, bis sie durchbricht. Mhm. Aber das ist auch alles, was sich davor abhält, sie zu vernichten. Oh. Oh, ja. Nein! Ah. Arme Kleiner. Der muss fliehen im Kampf. Mhm. Eine böse Präsenz. Ja, also das ist ja hier alles verseucht. Mhm. Ja, die haben, glaube ich, nicht ihre Insel so gut im Griff. Also ich glaube, das ist keine gute Regierung so. Ja, da unten kommt noch eine freie Stadt. Oh, die große Goldhöhle. Was ist da? Ja. Steht zum Arbeitsvertrag. Segel gen Süden. Hallo, Dido. Willkommen im Reich von Oglok Damamfa. Finger weg von meinen Nachttürken. Steht das da? Ja, die haben wir da drauf geschrieben. Lieber Happa Happa holen bei uns. Tachchen. Du hast Weizenfels entdeckt. Mhm. Hallo. Es gibt noch diverses, okay. Was ist denn da Diverses zu finden? Ah, du könntest mir Kontaktinformationen zu anderen zukommen lassen. Aha. Da müsste man dran stehen, wie viel man davon hat. Das fände ich ganz geil in dem Menü. Danke, Entwickler, für nix. Ach, Gegenstände könntest du da auch. Ich glaube, wir haben schon offene Grenzen. Ja, wir haben offene Grenzen. Mhm. Ja, Gegenstände kann man da auch tauschen, ja. Guck mal, wie groß der ist. Du kreist im Grab mal hier so bis zum Bauchnabel gefühlt, ne? So ein halber Stand. Ja, egal. Ja, minus eins jetzt. Mhm. Aus das irgendeinem Grund, ich weiß aber nicht was. Tja, das weiß ich auch nicht. Das ist wieder eine Frechheit, oder? Minus eins. Ach, da gibt es jetzt eine Erweckerin. Mhm. Die kostet aber auch 3 Mana zu versorgen. Mhm. Die Kampfmagier-Einheit. Dü-dü-dü-düm. Wir bauen noch 2 Runden was. Und die haben in einer Runde die Tavernen. Ja, vielleicht gibt es auch mehr, wenn die nicht mehr so unzufrieden sind. Mhm. Ist jetzt halt mal so. Ja. Diese Zauber sind ganz schön teuer. Ja. Mandett, göttliche Absolution. Entsagt euren weltlichen Besitztümern. Wie bitte? Das ist nur gut. Ja, ich bin schon zufrieden. Studiert die heiligen Schriften und der Weg zur Erlösung wird sich euch offenbaren. Danke. Solche Sachen kriegst du eher, wenn du eine gute Fraktion bist. Mhm. Hast die Wahrscheinlichkeit höher, dass das kommt. Eine neue Reichsentwicklung ist verfügbar. Hm. Hallo, mein Freund. Pum, wieder plus 17. Minen gewähren zusätzlich. Goldminen, 10 Mana. Das war ja meine Rettung. Hatte ich überhaupt nicht, wirklich überhaupt nicht auf dem Schirm. Da Big Wanst. Schönes Gebäude gebaut. Ziemt euch mal nicht so und baut mal einen Mana-Obelisk. Wir müssen da so ein kleines Problemchen lösen. Kein Kornspind. Münzamt. Waffenkammer. Ja, schon stark. Jetzt bin ich wirklich ein bisschen hin und her gerissen, was ich jetzt als nächstes mache.
Okay. Tatsächlich mache ich den Kornspeicher. Die sollen weiter wachsen. Mir tut das Wachstum ja nicht so weh. Cool, du hast noch einen Mönch gebaut. Stark. Ach, das sind die Friedensbringer schon. Okay. Fernkampftrolle. Ja, komm. Wir haben zwar kein Gold mehr dann, aber. Weiter, meine Freunde. Ach, da kommen wir jetzt in die Oberfläche. Jetzt habe ich auch noch das, da will ich jetzt noch ausbuddeln. Flieh. Ja. Anlanden. Hopp. Oh, Quenton. Quentin. Oh, Oh, sie mögen dich. die mögen mich voll. Es bringt mir halt jetzt halt gar nichts. Also guck mal, da ist auch jemand schon drin, ne? Schon viel weiter drin. Dass er den noch vasalliert, bevor du die erobern kannst. Das wäre schlecht. Diese Trolle, ne? Der arme Hund. Der Hund, der könnte den Hund auf Ja. den Rücken schnallen. Okay, jetzt kommt da auch so ein rotes Zeug raus, siehst Ja. du? Das breitet sich jetzt hier auch schon langsam aus. Das ist doch schrecklich. Wir müssen etwas dagegen tun, Männer. Los, Trolle. Sie verderben unser Essen. Ach, guck mal, da ist was rausgekommen. Ja, hier. Ja, das geht noch, ne, was die da jetzt schicken. Auf geht's, Trolle. Holt euch diesen Plunder. Huh, das ist aber schon viel Nahrung auf einmal. Aber 15 Wissen. Wachst, meine Freunde, wachst. Oh, und dann gibt es nur 60 Gold und du kriegst immer so viel in den Rachen geschoben. 69, das ist so viel. Ja, das ist 9 mehr. Und beim anderen waren es 63 und das sind schon 12 mehr. Was? Hä? Das wird einfach aufaddiert. Oh, ich bin sehr gut. Siehst du, ich bin ein sehr guter Troll. Ja? Von wegen Trolle sind immer nur böse und so. Da könnte man wieder buddeln, ne? Buddeln! Ich habe die Option zu buddeln. Huf, das mit den Minen war echt gut. Das war wirklich gut. Oha! Die greifen dich echt an. Mit Rittern. Die haben da echt Ritter dabei. Raubritter. Und das ist keine schlechte Truppe. Also ich meine, du kannst den automatisch machen. Aber ich wette, dass du dann wieder auf manuell klicken wirst. Ja, wenn du nicht erlaubst zu zaubern ist. Dann sind zwei weg. Ich muss es erneut versuchen. Ob ich das besser kann, weiß ich nicht. Ich versuch's, okay? Ich weiß es wirklich nicht. Mein Mönch. Na ja gut, da würde ich schon lieber was anderes opfern als den Mönch, aber. Also, wie gesagt, ich gebe mir echt Mühe, aber die Ritter sind echt ein Problem. Und du musst da schon zaubern, weil wenn du da jetzt nicht zauberst, dann kann ich dich nicht retten. Oh, ich habe vergessen, mich selbst umzupositionieren. Ich habe. Oh, meine inneren Monks haben gar nicht. Oh. Bringe ich alles zum Absturz, ne? Warum hat es mich nicht getriggert? Da sieht man dich ja gar nicht. Okay, jetzt gucke ich mal, ob ich es hinkriege. Also die werden schon ein Problem. Stangengeborene Edelleute. Ja, aber das ist ja nur auf dem. Das sehen ja nicht die anderen. Tue.
Und sie ist eine, die muss eigentlich da ran. Ungefähr bis zum Felsen kommen die, okay. Haben wir da Fernkämpfer eigentlich bei denen? Nee, gar nicht. Doch die. Ja, die nicht. Darum geht's mir ja. Nein, doch die ist Fernkämpferin da. Die doch da die Pfeile. Oh, stimmt. Frieda, die Schafäugige. Die heißt auch noch Schafäugige. Oh, gut, dass du aufgepasst hast. Gut, ist dann. Ja, okay. Dann. Darf nicht vergessen, dass deine Leute ja besser sind. Er ist der Mönch, der da so reinhüpft. So. Deine Leute sind besser. Wenn Tiere drumherum stehen. Das sollte man immer wissen. Guck, Tierverbundenheit. Zeit hat, kann nur einmal pro Kampf angewandt werden. Dann will ich das jetzt nicht tun. Ja, die werden jetzt den Teufel tun, auch nur einen Millimeter rausrücken. Was für Zauber hast du? Du hast einen Bräutigam innerer Glanz. War gut. Ja, wir müssen auch Beute markieren machen. Die haben dich angegriffen, ne? Hm. Ja, die haben mich angegriffen. Ja, die haben dich angegriffen. Ich weiß. Ja, jetzt so ein Pokémon als Freund, ne? Gut. Die müssen kommen. Wir haben angegriffen. Fehlschlag, ja. Fehlschlag. 23, das war übel. 21. Okay, jetzt müssen wir uns erstmal Probleme entledigen. Also einen von den beiden Rittern müssten wir jetzt mal loswerden, fröhlich aber bestimmt. Dann als Zauber an. Mhm. Als Beute markieren. Dann haben wir auch keinen Gegenschlag. Wirklich da einen Streiftreffer gerade gemacht, weißt du? Ah, da fehlt ein kleines Itzelchen, um den zu exterminieren. Das ist ärgerlich. Wäre der eine Streiftreffer nicht gewesen. Ja, wie muss der dann noch mit angreifen? Irgendwie dem da drüben jetzt auch nochmal ein mitgegeben. Wie auch immer, aber hast du es getan. So, die Frage ist, ob wir hier vorgehen oder nicht. Oder ob
bei denen umstellen und attackieren. Und der jetzt vorzugehen und die anderen auch noch dastehen, der macht ja nicht viel Schaden. Das nützt ja uns auch nicht viel. Haha, nicht geklappt. Denn nicht einmal getroffen mit ihren scharfen Augen. So scharf sind die Augen dann doch nicht. Ach, der hat sich gehalten. Leichen fressen kann der echt. Hat seine Ritterfreunde aufgegessen. So, die Frage ist, wir können jetzt wieder... Ja, guck mal, wie viel Schaden und so bei dir machen würde, bei dem Ritter zum Beispiel. Die macht schon ziemlich viel so. Also wenn die den Ritter angreift, dann brauchen wir den eigentlich nicht als Beute. Ich würde auch den Ritter angreifen. Ja, lass sie den angreifen. Jetzt hat sie gut getroffen. So, und dann reicht es auch so. Ja. Mit anderen als Beute. Und da ist die Moral nach oben gegangen. Dann haben wir hier zweimal, das sind einfache Verteidiger. Dann schnappen wir uns einfach den hier. Ja. Autsch. Der ist betäubt jetzt auch. Mit dem Wolf würde ich jetzt gerne durchstechen. Zudem. Dass die sich jetzt bewegen muss. So, der Affe. Der ist betäubt. Dann wäre der weg. Die anderen könnte ich noch von hinten angreifen. Und der Mensch da unten war der schon? Nee, der darf noch. Der könnte meditieren, aber dann kann er nicht mehr. Der kann aber auch noch springen. Dann dreimal zuschlagen. Aber der kommt da jetzt nicht. Ja. Hin. Ja, der schaut. Ne, der macht, der räumt den jetzt einfach weg da. Was soll das? Nice. Ja, wenn der, ist die Frage, wie viel Schaden macht der bei dem anderen? Nee, dann kann er sich doch eher heilen. Kann er noch einen Schritt laufen und das dann machen? Der kann sogar zwei Schritte laufen, das dann machen. Dann meditier mal. Einfach mal mitten im Kampf anfangen, Tee zu trinken, ne? Tea time. Moral niedrig. Gebissen worden. Ja, jetzt trifft sie den aber natürlich gut. Boah, die darf sich dann nochmal bewegen. Hat die Fähigkeit, das ist gemein. Ja, egal, aber sie musste sich da jetzt drum bemühen. Au. Dem geht's jetzt aber nicht so gut. Oh, jetzt haben wir dann doch verloren. Naja. Gut, das ist jetzt ja ganz verhinderbar gewesen. Na, der hat nicht so, der hat wahrscheinlich nicht zu ihr gesorgt. Meinst du? Ja. Dann wäre der andere nicht noch dran gekommen. Ich glaube, ich tue lieber den ablenken, oder? Wen lenke ich ab von den beiden? Fragen, wo die Leute drankommen. Wenn zu der hinten nicht drankommen, dann ist das ja nix. Ja, dann macht den Nahkämpfer da. Hoppa.
voll auf den Popo getreten. Unser Held gegen den anderen Held. Wie viel Schaden macht ihr denn da? Ja, das ist besser. Und Bogenschütze so dann den anderen da. Könnt ihr auch, er trifft immer dann machen. Gemütlich weggedunnert. Ja, okay, den Wolf, das ist ärgerlich. Aber gut. Jetzt muss ich es nicht nochmal Mana ausgeben, um die abzulenken, oder? Nein. Wird's jetzt richtig böse. Voller Sturmangriff. Bam! Unser Wolf, sein Wolf zurück. Ja, ich war schon besser. Ach, das ist die Krake. Automatisch? Weglaufen. Hab ich noch nie gemacht mit denen. Dass sie gerade weglaufen. Nee, auf See fliehen halt. Ist geflohen. Hufz, willst du die Runde noch spielen oder hören wir auf? Oh, ein großes Ereignis. Die Verderbniskonjunktion, die hatte ich ja noch nie. Was ist denn das für ein Mist? Okay, Verderbniskonjunktion ist im Kampf aktiv. Was macht die denn? Jede Runde im Kampf erleiden eine zufällige Einheit 15 Verderbnisschaden und ist siechend. Okay, Städte verlieren 5 Nahrung pro Bevölkerung. Okay. Ich bete, dass Jungle Moons dieses Leid überwinden können. Oh, toll. In 5 Runden kommt die. Nein, die läuft jetzt 5 Runden. Ach, die läuft jetzt 5 Runden. Die läuft ab jetzt. Natürlich. Klar, ne? Was am wenigsten gebrauchen kann. Ha. In deiner Gruft kannst du die Überreste verkaufen. Die prallende Armbrust. Hm. Oder keine Ahnung, was mitmachen. Kann auch Helden auch wiederbeleben. Ach, jetzt habe ich Puma plus 15. Jo. Ja, ist doch, der Wolf ist ja auch weg. Mhm. Ich finde, den Wolf zu verlieren war jetzt nicht so schlimm. Vielleicht hätten wir es auch ganz ohne Verluste machen können. Das stimmt durchaus. Ah, die sind jetzt schon neutral. Verkäufer. Und eine Runde ist der. Mhm. Und das ist 0 Runden. Mhm. Aha, wenn ich das ändere. Das habe ich nicht. Wissen mehr. Mehr, ne? Ja. Ach, lol. Quentin. Warte mal, müsste ich die nicht sehen, wenn die jetzt entsendet wurden? Da sind die wahrscheinlich im Wasser.
Naja, also wenn du es jetzt so machst und die Stadt von hier aus da, irgendwie... Da, ich geh jetzt da hin. Nö. Nee, da sieht man noch keiner. Das sind Questschweine. Questschweine! Du könntest sie jetzt auch schon belagern. Mhm. Ja, aber wo ist diese Armee? Nee, du hast ja noch eine freie Truppe. Das weiß ich auch nicht, ehrlich gesagt. Also ich würde die jetzt belagern, ich würde es Nägel bei Köpfen machen. 5 Runden, das ist fies. Vielleicht kriegst du es ja noch ein bisschen gedrückt. Belagerungsobjekte hinzufügen. +3 kannst du machen. Die haben 45, okay. Kriegst du nicht hin, ne? Wenn du die Unnager richtest, aber die sind halt teuer. 15. Das sind es 3 Runden, wenn du noch die 2 dazu machst, oder? Bin ich jetzt dumm? Da steht die Verteidigung 8 auf 45. Mhm. Das sind dann 15 Punkte. 15, 30. Ja. Wer ging ja noch zerstören? Ja, teure Sache hier. Mhm. Jetzt sind es 3 Runden. Mhm. Schon lang genug. Quenton. Ich will die da wissen. Sind sie von Quentin? Das ist die Ausgesendeten. Mhm. Wenn ich die jetzt angreife, kämpfe ich statt mit. Klick mal nur die nochmal an. Nee. Ja, dann mache ich das, dann können die nicht zu mir laufen. Weil ich bin ja jetzt hier. Mhm. Die kommen nicht dran. Mhm. Wegen den blöden Tentakeln dachte ich, die kommen nicht aus Quentin, sondern aus dem tiefen Reich. Ja. Vielleicht greifen die dich aber auch an. Das könnte ja auch sein. Eigentlich müssten wenn sie das tun, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass die Stadt mitkämpfen wird, weil sie dann sozusagen die Belagerung durchbrechen. Aber können die hier, da kann ich jetzt hinlaufen? Nee, das theoretisch ja, aber durch die Stadtmauer nein. Oh. Ja komisch gemacht. Oh. Meine Heldin könnte die ja schon angreifen, zum Beispiel. Theopraktisch. Und dann sind auch alle dabei, dann kannst du das ja überlegen, ob du das machen willst. Dann hast du es jetzt erwischt. Das ist nur ein Heldenaufstieg. Ja, das ist vielleicht wichtiger, ja. Ah, das der ist Krieger, die... der alleine da. Mhm. Natürlich ist es praktisch. Bestätigen. Du hast eine bessere Lanze bekommen. Die ist auch Stufe 2. Oh. Hat halt mehr Crit-Chance hier, diese. Mhm. Wie hat die dann noch gespaltener Widerstand? Und die habe ich auch noch. Bei der Großachs kann aber sein, dass das Reittier dann weg ist. Aber die finde ich eh viel schlechter. Mhm. Nichts extra. Einfach mehr Schaden von sich aus. 15-15.
weiß ich. Mhm. Schrecklich. Oha. Ach, Ratten. Das spirituelle Mutterbau. Nagende Wildwächter. Meister des Schattens. Die finden dich dufte. Mhm. Weiß aber nicht mehr, wo deine Flüstersteine stecken. Kannst du mal da drauf gehen. Und dann freie Städte. Du hast einen Malmfels und einen Blütenregen. Wo sind die denn? Untergrund. Untergrund. Na, wenn ich den Pakt habe, könnte ich den Flüsterstein auch anders hingeben. Wächst es nicht trotzdem, auch ohne Flüsterstein? Ja, halt nicht mehr mit Gefolgschaft 238, dann halt anders. Ja. Da ist null jetzt. Ja. Mhm. Ihr habt euch kennengelernt, fertig. Immerhin. Ja, so ewig weit von diesen Sau nicht weg. Ja. Hello. Hallo. Kennst du unser neuestes Sandwich? Ja, jetzt muss man da überlegen. Was machen die? Können wir das für die nächste Folge uns aufheben? Ja, das heben wir uns auf. Weil wenn wir das jetzt kämpfen, also das müssen, dann müssen wir kämpfen. Mhm. Also das können wir der KI nicht lassen. Wenn die drei könnten angreifen, oder die vier sogar, nur die zwei nicht. Die müssen da stehen bleiben, die kämpfen trotzdem mit. Genau, die würden mitkämpfen. Also ich würde... Ja, dann machen wir das nächste ganz Folge ehrlich, wenn ich du wäre, würde ich da attackieren und sagen, jetzt ist Schluss. Aber für mich ist heute, ich bin eh schon den ganzen Tag nicht so... Also ich würde jetzt gerne dafür mal zu stoppen. Und das als Cliffhanger sozusagen einzubauen. Ne? Ja, müssen wir dran denken. Ja. Hier. Ja. Okay. Ja. Kriegen wir ja hin. Wir können es uns auch aufschreiben. Mhm. Du, oder du machst eine Notiz in deinen Leuchtstein. Oh, jetzt muss ich mir das aufschreiben. Nee, ich verliere den Zettel, ne? Also, das da. Monali. Attacke. Auf. Kaul. Quappe. Cool, das wird auch den ärgern, der den Rivalität erklärt hat, dieser Vogel da. Der Vogel, ja. Der ist da drin in der Stadt. Mhm, der war. Hauptsache, du schaffst es vorher. Ja. So. Okay, alles klar. Speichern. Ich würde jetzt auch speichern und vielen Dank, ne, dass du ja dabei warst. Wir können uns jetzt auch mal zusammen verabschieden. Ne? Also vergisst nicht, ne, das Ganze zu liken, Kanal zu abonnieren und ihr könnt jetzt Mitglied werden. Glaub mir, ich bin dran zu basteln und bestimmt wird das eine oder andere euch erfreuen, was es dafür Vorteile gibt. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.